Hallo und willkommen zurück auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag. Ihr seht einen Motorkran, ihr seht einen Motor und es geht endlich los. Das Ganze hat jetzt ein paar Tage Verzögerung. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen musste ich das Schaltgestänge leider absägen. Also normalerweise ist unten am Getriebe so ein kleiner Stift dran, der das Schaltgestänge hält und der muss normalerweise rausgeschlagen werden. Hat nicht funktioniert, aber da ich von Vladi, falls du das siehst, liebe Grüße, die Info bekommen habe, dass das Schaltgestänge schon mal geschweißt wurde, wurde es einfach durchgesägt und tschüss, weil dann hole ich lieber ein neues Gebrauchtes. Da oben sieht man schon Antriebswellen etc. aus dem letzten Video, wo wir uns damit beschäftigt haben. Und das ist die ganze Vorarbeit, die ich geleistet habe. Der Kühler ist raus, der Klimakühler ist schon mal lose. Falls ich den nachher bewegen muss, dann haben wir hier einmal die Schlinggurte. Beidseitig, die haben eine Zugkraft von 2 Tonnen und das sollte passen. Gleich muss, Moment, einmal das hier hinten rausnehmen. Da unten ist noch so ein T-Halter, der muss auf jeden Fall gelöst werden. Hier ist das Ganze direkt am Motorhalter, ja, hier drum gewickelt. Hier hinten auf der anderen Seite auch. Und wie ihr wisst, stammt der Motor eigentlich aus dem DelSol, der Y8, den wir gekauft haben. Heißt also, ich muss gucken, ob die Halter etc., die da dran sind, ob ich das alles wirklich auch nutzen kann. Das werde ich dann machen, bevor der Motor reinkommt. Aber der hier kommt erstmal unbedingt raus, damit wir auf jeden Fall Platz haben und schauen können. Dann würde ich sagen, ich lege mal direkt los.
Tagen Verzögerung kommt auch jetzt heute endlich das Video online. Wie ihr gesehen habt, habe ich den B16 A2 rausgehoben und ich habe dabei Servopumpe entfernt, also das Teil hier. Und zwar liegt das daran, dass der Motor nach vorne gekippt ist beim Rausheben und sich quasi unter dem Scheinwerfer, also unter der Ausbuchtung für den Scheinwerfer, verkeilt hat und ich das Ganze nicht nochmal so extrem weit nach hinten schieben wollte, weil es auch irgendwann nicht mehr ging. Deswegen habe ich das dann einfach so gemacht. Grund dafür ist, also normalerweise, ich habe den Tipp bekommen von Daniel, Grüße an dieser Stelle, den Wagen auf Hölzern abzulassen und dadurch bekommt der Wagen natürlich eine Schräglage. Das heißt, der Motor kippt nicht nach vorne, sondern geht nach oben ganz normal gerade hoch. Und entsprechend glaube ich, dass diese paar Zentimeter, die das Auto dann nach vorne geneigt ist, dafür sorgen, dass sich da nichts verkantet. Macht aber nichts, ob man das jetzt rausnimmt oder nicht. Klar, kommt ein bisschen Öl entgegen, aber da der B16 sowieso neue Riemen bekommt, ist es an sich, Moment, so sieht man mich besser, ist es an sich auch nicht weiter schlimm. Und ja, der neue Motor, also der Y8, kommt jetzt hoffentlich die Tage auch rein. Ich wollte den eigentlich schon drin haben. Das Problem ist, aktuell bin ich extrem eingespannt, was Uni angeht. Da ich aktuell ein Blog-Seminar habe und entsprechend 12 Stunden am Tag auch in der Uni sitze, ist es nicht ganz so schön, wenn man, aber nichtsdestotrotz ist der Motor jetzt erstmal raus und es ging alleine auch ganz gut und war bis auf diesen Zwischenfall auch gar nicht weiter schwierig. Nur dieser Zwischenfall hat mich dann circa eine Stunde gekostet und das ist natürlich eine Stunde, die ich entsprechend verschenkt habe. Ich habe auch einiges ohne Kamera erstmal nachgeschaut. Einfach damit ihr nicht irgendwie, weiß Gott, wie viel Filmmaterial habt, wo nichts passiert. Und von daher, ich denke auch für den einen oder anderen, der es sieht, ist das, glaube ich, auch so eine Ermutigung, selber mal so einen Motor rauszuheben, weil das ist wirklich nichts Kompliziertes. Und wie gesagt, bis auf die Servopumpe war das jetzt auch wirklich nicht großartig schwierig. Ich habe den Motor dann an den Motorhaltern rausgezogen, weil so ging es halt auch am schnellsten und einfachsten. Und zu dem Aufbau vom Motorkran kann ich sagen, ich habe das so gemacht, dass ich die Ketten vom Balancer so kurz wie möglich gehalten habe. Also vom Balancer zu meinen Schlaufen hin. Und die Kette vom Kran zum Balancer hin auch so kurz wie möglich gehalten habe. So dass quasi so 15-20 cm weniger Kette da war, um hinterher halt diese 15 bis 20 cm mehr Höhe für den Motor zu haben, die ich dann pumpen konnte. Deswegen ging es ganz gut, deswegen musste ich nichts ablassen oder aufbocken oder sonst wie auch immer. Nichtsdestotrotz, seid gespannt, der Y8 kommt jetzt bald rein und dann hoffentlich wird es ein bisschen heller, das Video, ja, weil ich habe das relativ spät gefilmt mit dem Motor raus und habe dann, wie gesagt, auch entsprechend ein bisschen länger gebraucht. Nichtsdestotrotz danke ich vielmals fürs Zuschauen und wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Ich weiß nicht, ob diese Woche noch ein Video kommt, das sage ich vorweg, weil ich natürlich schauen muss, ob das zeitlich funktioniert. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!